Wir schreiben den 26. Fex 1027 nach Bosbarans Fall. Gareth, Herz des Reiches. Nachdem ihr euch in einem Jahr der Ruhe und des Selbststudiums wieder zusammengefunden habt, fallen euch auch schon die ersten Omen auf. Ein Jahr lang habt ihr euch erholt von den zehrenden Kraftproben Yol Gurmak, die Seele, die in Gefahr gebracht ist, jeden von euch an den Rand der Niederhöllen gebracht hat. Der Kampf gegen den Drachen saß euch lange in den Knochen. Kiaras hat in der Kolonie Helmenport die Schrecknisse der blutigen See mit einer Weihe versucht zu verhindern und dient nun der Göttin Raya. Rafims Wunden lassen sich nicht mehr schließen, sind wohl eher seelischer Natur. 26. Fex, ein Feiertag des Avis, der ihm zu Ehren gefeiert wird. Die Vögel kehren aus dem Winter wieder zurück in ihre Heimat. Ihr steht auf einem Acker, ein paar Meilen vor den Stadttoren und betrachtet die Zayat-Runen und Glyphen, die ihr schon vor einem Jahr gesehen habt. Jetzt erneuert. Die Kinder und der Avis-Geweihte sind gegangen und mit einem Blick in Richtung des Himmels könnt ihr jetzt die schwarzen Wolken aufziehen sehen. Regen? Die Augen von Abelmir klären sich wieder, der magische Blick lässt nach. Seht ihr das? Habt ihr es auch gesehen? Ja. Die dunklen Zeichen. Wie damals. Ihr wisst ja noch, bevor wir nach Yol Gurmak gezogen sind. Ihr habt diese Zeichen bereits schon einmal gesehen. Und dann nichts dagegen gemacht? Nun ja, wir waren damals in Eile. Wir hatten einen Auftrag, könnte man sagen. Aber das wisst ihr inzwischen ja schon. Was bewirken die Zeichen denn? Was wir wirken? Tja, das haben wir damals noch nicht herausgefunden. Und ich fürchte, auch jetzt fehlt uns der nötige Durchblick. Vielleicht sollten wir uns umschauen, ob noch weitere Zeichen in den umliegenden Feldern sind. Wir haben allerdings eben dieses Begebnis auch vor einem Jahr schon an die örtlichen Akademien weitergegeben. Vielleicht weiß man dort ja etwas. Ist das denn die gleiche Stelle, wo ihr das letztes Mal die Zeichen gefunden habt, oder eine andere? Nein, letztes Mal war... Ich orientiere mich mal grob nach Norden. Irgendwo in die Richtung. Wäre halt. Vielleicht waren hier auch schon Zeichen, aber wir haben sie hier noch nicht gesehen. Aber wenn sie seit einem Jahr hier wären, wäre doch nicht kürzlich erst aufgefallen, dass hier die Vögel vom Himmel fallen, oder? Naja. Ist das denn erst kürzlich aufgefallen? Was sagt denn dieser Junge noch einmal? Ich glaube, die Zeichen sind erst seit kurzer Zeit hier. Er sagt, dass gestern der erste Vogel gefunden wurde. Also wir könnten doch die Zeichen zerstören. Die Aussparungen, woraus bestehen die Aussparungen, die wir gesehen haben? Sind das wirklich sozusagen Pflanzen, die da weggenommen wurden? Oder ist das irgendwie Steinformationen im Acker oder wie ist das? Wahrscheinlich mit sowas wie einem Flug, zumindest könnte man, also ist es auf alle Fälle profan hergestellt. Der Pflanzenbewuchs ist ja noch nicht zu stark im Frühling. Das wird jetzt gerade erstmal alles ausgesät. Das sind keine Steine. Es ist tatsächlich mit einem Flug reingepflügt worden. Dementsprechend schwer war es zu sehen. Gerade dann auch, wenn es so große Zeichen sind, dass man dann eben aus einer Nahsicht sowas gar nicht erkennen kann. Aber wie gesagt, wenn du jetzt oben auf einem Baum stehst, dann kannst du erkennen, wo diese Runen auf dem Feld lang gehen. Naja, also bei einem 5 Meter großen Zeichen würde ich ja glatt behaupten, dass irgendwie zwei Bauern weniger als ein Stundenglas oder maximal ein Stundenglas dafür brauchen, mit einem Flug zusammen das Ding einfach mal zu zerstören, das Zeichen. Vielleicht sollten wir sie vorher noch etwas genauer analysieren, bevor wir sie zerstören. Vielleicht sollten wir nur welche analysieren, von denen wir glauben, dass sie uns weiterbringen, und den Rest direkt schon mal zerstören, damit die Zerstörung der Zeichen so schnell wie möglich voranschreitet. Haltet ihr es wirklich für nötig, solche aller Dinge noch weiter erforschen zu müssen? Sollten wir sie nicht so schnell wie möglich zerstören und... Wir wissen nicht, wozu sie dienen. Und was passiert, wenn wir sie zerstören? Dann sind sie nicht mehr da und werden ihr schändliches Wirken nicht mehr tun können. Natürlich müssen wir sie zerstören. Ja, das steht wohl außer Frage. Nur ist die Frage, was passiert, wenn man mit einem Flug dieses Zeichen berührt? Das werden wir herausfinden müssen, das können wir doch als Pioniere machen. Kodaida, tretet einmal näher und seht euch einfach mal die Spuren an, die dieser Flug hinterlassen hat. Sieht es nach einem magischen Flug aus? Nein, es sieht nach einem völlig profanen Flug aus. Also wird es auch auf profane Art und Weise wieder zerstört werden können. Wenn die von einem profanen Flug herrührt, ist allerdings auch anzunehmen, dass wohl irgendjemand hier gewesen sein muss und dies in Kleinarbeit hineinflügen.
Ganz genau. Jemand, deswegen möchte ich mir jetzt nochmal diese Pflugspuren anschauen, um zu sehen, wann das gemacht werden sein könnte. Also sind es frische Spuren oder sind die schon seit einer Woche hier? Naja, die Bauern wissen doch vielleicht, was in ihren Feldern los ist. Vielleicht wurden die bezahlt, vielleicht wissen die was. Dann werden wir die Bauern wohl befragen. Ja, nichts leichter als das. Ihr dürft gerne Ackerbau würfeln. Zumindest Isarun. Ich hasse dich. Und ihr sagtet, vor einem Jahr ist das schon mal passiert und ihr hattet das der Akademie gemeldet. Vielleicht haben sie etwas dagegen getan, vielleicht wissen sie etwas. Nun ja, wie ich die Weise Gelde kenne, haben sie erstmal eine Kommission eingerichtet, um das Problem zu beraten. Wisst ihr, meine ehemalige Gilde, nun ja, sie ist etwas bürokratisch geworden. Und mit gutem Recht. Aber gut, vielleicht gibt es ja wirklich Informationen. Man sollte da mal irgendwie Boten hinschicken, um Informationen abzuhören, ob es da welche gibt. Das kann doch gleichzeitig laufen, währenddessen wir die Bauern befragen und danach auch Bauern rekrutieren, um das mal eben wegzumachen. Aber mir, mein Freund, ihr klingt sehr verbittert. Ich denke, wir sollten uns später einmal unterhalten. Isarun hockt sich einmal neben die Pflugspuren und streicht mit der Hand drüber. Also... relativ frisch. Ich würde sagen, 3 Tage alt vielleicht. Definitiv von einem profanen Flug. Ich halte es aber aufgrund der Präzision dieser Spuren für unwahrscheinlich, dass einfache Bauern das gemacht haben könnten. Dazu braucht man schon mathematische Kenntnisse. Irgendjemand Fremdes hat hier also die Felder umgepflügt. Und dann würde wohl jemand etwas gesehen haben. Ich würde sagen, die Bauern leben doch hier. Die kriegen doch mit, wenn jemand mit seinem Flug da durchballert. Mich irritiert es, warum die Bauern nichts dagegen unternommen haben, dass jemand Fremdes mit einem Flug immer hier fällt. Wie sagtest du, ballert? Fragen wir doch einfach mal die Bauern, woher. Tun wir dies. Ja. Ich halte noch zielstrebig auf die nächste Bauernkarte zu. Es ist kurios, dass sie nicht hier sind und sich lauthals beschweren. Ja, vielleicht sind sie ja tot und vielleicht haben wir es mit einer ganz großen bösen Verschwörung zu tun. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Vielleicht, okay. Wand. Vielleicht haben die auch einfach Angst. Vielleicht wurden sie auch von Magie dazu gezwungen. Oder sie liegen besoffen in der nächsten Taverne. Bei Bauern kann man sich nie sicher sein. Auch der Bauer tut seinen Beitrag zu Prajas göttlichem Werk. Unterstellt ihm nicht, er wäre faul. Gut, das weiß man ja nicht, bevor man sich überhaupt gesehen hat. Die Spuren sind so präzise, wie Isarun sagte, für einen Bauern. Ja, aber es kann ja trotzdem sein, dass der Bauer Anleitung gehabt hat. Denn die meisten Magier, die vielleicht Ahnung von Zeichen haben, sind selten diejenigen, die einen Flug bedienen können, habe ich mir sagen lassen. Und das sind auch seltenst diejenigen, die einen Flug mit sich führen. Oder gar ein Ochsen plus ein Flug. Wäre es nicht denkbar, dass ein Dämon diese Spuren gezogen hat? Auch das würden die Bauern doch feststellen, wenn sie über ihre Felder von Zeit zu Zeit gehen, sich umschauen und feststellen, hier sind irgendwelche Leute mit dem Flug drüber. Also was ich bisher von Dämonen gesehen habe, würden die sich nicht einfach einen Flug klauen und damit übers Feld rennen? Die würden das reinbrennen oder so? Nicht unbedingt. Dämonen können ja unterschiedliche Aufgaben übernehmen und bestimmt könnte man auch einen Dämon haben, der irgendwie so eine Aufgabe übernimmt, so einen Flug zu ziehen, warum auch immer. Das stimmt, aber dann müsste man eigentlich noch hier dämonische Signaturspuren gesehen haben. Könnt ihr nicht seine Gliedmaßen benutzen, um diese Spuren zu ziehen? Aber selbst dann hinterlassen sie ihre Strahlung, wie Isarun das sagt. Also. Deswegen sagte ich, man sollte diese Spuren etwas genauer analysieren. Ich dachte, das habt ihr jüngst getan. Nun ja, meine Qualität liegt nicht im Analysieren von Zauberrückständen. Ganz genau. Wir sind Kampfmagier. Okay, dann... Die schnelle Analyse hat jedenfalls keine dämonische Präsenz, außer die durch die Wirkung der Zeichen ausgelösten ergeben. Nun dann, fragen wir die Bauern. Ja, ihr guckt euch ein bisschen um. Wie gesagt, der Arvesgeweihte ist gegangen. Die Kinder sind auch weggerannt. Ihr könnt in der Entfernung, ein bisschen abseits von der Straße, könnt ihr eine etwas größere Mühle erkennen, die sich da langsam im Wind dreht. Also eine Windmühle. Ja gut, Fluss in Gareth, das ist alles ein bisschen kleiner. Dementsprechend wird das dann eben über Wind betrieben. Liegt, wie gesagt, abseits von der Straße. Werdet ihr so ein paar Meilen über das Feld mal gehen müssen.
wenn dann bei der Mühle so etwas wäre. Alternativ könnt ihr euch noch weiter umsehen. An der weiteren Straße erkennt ihr sonst nichts. Natürlich wird dann in Richtung Gareth die Bevölkerung ja wieder ein bisschen dichter. Ein paar reisende Händler oder sowas, die ihr dann entfernt erkennen könnt. Eine Mühle ist spitze, heuer. Wenn ich hoch auf die Mühle kommen könnte, dann könnte ich mich umschauen, wo ich alles Zeichen sehe. Und dann schau dich am besten einmal um. Vielleicht lässt sich ja eine Spur oder etwas Ähnliches finden, an derer sie entlang gegangen sind. Vier Augen will mehr als zwei. Ich komme mit. Natürlich. Vielleicht sollte auch den Müller Bescheid sagen, nicht, dass der Mann böse wird, wenn ich seine Mühle hochkletter. Die klettern in der Innenseite nach oben, nicht in der Außenseite, oder? Ich weiß nicht, wie man gut... Wir können mal gut schauen, wie gut man von der Innenseite nach oben auf die Spitze kommt und wie gut man sich umschauen kann. Ihr habt recht. Nun gut, geht vor. Okay. Ja, dann geht immer da zur Mühle und klopft man die Mühle an, dann, ob da überhaupt viel schon direkt drin ist. Ja, wie gesagt, ist ein paar Meilen entfernt. Ihr könnt die dann da... reiten wir hin. Ja, genau. Ihr wollt alle da hin mit oder möchte jemand zurück? Ich würde eigentlich lieber zum, wie gesagt, zu der Bauernkarte, die am nächsten an diesem Feld ist, auf dem wir gerade waren. Genau, das ist die Mühle. Das ist ein sehr weitläufiges Gelände. Okay, dann alle dahin. Immerhin, klopfen wir an. Puff, puff, puff. Aufmachen, Bahnstrahl! Also, ihr geht alle mit, ja? Rafim auch? Ja, ich folge dem. Gut, also, wenn ihr näher kommt, könnt ihr erkennen, dass es sich dabei nicht nur um eine Mühle handelt, sondern auch um ein eingezäuntes Bauernhäuschen und auch einen großen Stall. Wie gesagt, eingezäunt, also ihr könntet da dann an dem Zaun vorbei, einmal die Pforte aufmachen und da dann in dieses eingezäunte Gelände reingehen. Ist ein relativ großer Hof, gerade wenn man sich auch so eine Mühle leisten kann, ist wahrscheinlich angewachsen, angebaut. Wenn man dann nicht nur selber sein eigenes Getreide mühlen möchte, dann muss man schon ein bisschen größerer Bauer sein. Ihr könnt an dem Schild erkennen, dass das wohl das Gebiet von einem Eisenkessler ist, zumindest heißt die Familie so, und könnte dann ja zumindest zu der Mühle oder zu dem großen Bauernhaus herantreten. Die Stalltür selber, da könnt ihr niemanden erkennen. Die Tür ist allerdings leicht geöffnet. Keine Geräusche, keine Kinder, keine Bauern, die gerade auf dem Feld herumlaufen. Ach, sucht den Sklavenvorsteher. Na, ja. Wie heißt es bei euch im Mittelreich nochmal? Den Gutsherrn. Ja, richtig. Ich hoffe, eure Vermutung bewahrheit sie sich nicht immer. Ich befürchte, ich sehe niemanden arbeiten. Das gefällt mir nicht. Vielleicht sollten wir uns Waffen bereit machen. Ich packe mal meinen Streitkolben. Wir brauchen ja keinen anzugreifen, wenn da wirklich arme Bauern sind. Packen wir mal einen Streitkolben aus. Haltet die Augen offen. Ich bin gespannt, seinen Elfenbogen. Travia, verzeih unser Eindringen. Dann stoße ich die Haustür auf. Sinnenschärfe. Riechen. Immer steht so weit weg, der kann das nicht riechen. Der steht nämlich ungefähr 20 Meter vom Haus weit weg, um sozusagen auch links und rechts vom Haus ein bisschen was rumrum sehen zu können. Deswegen kann er nicht riechen. Gib mir trotzdem mal eine Probe. Achso, auf die Entfernung? Das ist mir noch die Erschwernis, weil ich jetzt 20 Meter vom Haus entfernt stehe. Ja, vielleicht geht es gar nicht mal so sehr darum, was Jarlan riecht, sondern vielleicht was du aus der Entfernung wahrnehmen kannst. Vielleicht sind das ja andere Dinge. Ich rieche nur Sägespäne. Okay, dann überlege ich gerade, was wir mit dem Patzer machen können. Wer hat's geschafft? Kiaras hat's mitbekommen. Isarun. Jarlan wie immer nicht. Aber mir ist auch mit dabei. Ich hab dich auch lieb. Die drei Helden können riechen, dass es sich dabei wohl um geronnenes Blut handelt. Was hier wohl aus dem Haus herausströmt. Ein bisschen nach Eisen. Das kann Ömer aus seiner Entfernung nicht wahrnehmen, aber wenn du dich so ein bisschen orientierst in Richtung auch des Stalles, wenn da so ein bisschen diese Tür, das große Tor aufsteht, für dich würde es eher nach Schmiede riechen, als ob da Eisen geschlagen worden ist. Und Rafim nimmt nur den Pferdemist wahr, der hier wohl irgendwo rumliegen muss und die ganzen neuen Gerüche, die du hier wahrnimmst, das überfordert dich komplett. Ha! Könnt ihr Mittelreich euren verdammten Stall nicht mal ausmisten? Bei der heiteren Göttin. Hier wurde gekämpft. Es riecht nach Schlachtfeld. Es riecht nach Tod. Ich rieche hier nichts von Schlachtfeld. Wart ihr schon mal auf Schlachtfeldern? Schlachtfelder riechen ganz anders.
Vielleicht sollten wir etwas ruhiger sein. Vielleicht ist der, der diese Tat verursacht hat, noch im Haus. Bleib zurück. Abel mir, Kiaras, geht einmal außen rum. Ich will nicht, dass jemand hinten heraus oder hereinkommt. Gut. Ja, doch, das Blut riecht alt. Ich blick mich mal kurz um. Gibt es hier... Es gibt eine Scheune, ja? Eine Scheune, genau. Ja, dann gebe ich Ömer mal ein Handzeichen. Er soll da mal versuchen, wenn er mal reinschauen kann. Ömer schüttelt den Kopf. Konntest du Attacke, war das? Ja, Ömer gibt dir mal ein Handzeichen zurück. Und macht hier sozusagen Zeit mit dem Finger auf die Scheune und macht das Zeichen für Gefahr. Gut, dann einfach nur decken. Ömer nickt und richtet seinen Bogen und seine gesamte Körperhaltung auf dem Stein, auf dem er steht, Richtung Scheune aus. Ich mache mal mein Schild bereit. Bewege mich langsam Richtung Scheunentür. Während ihr euch langsam nochmal umseht, könnt ihr erkennen, dass wohl die schwarzen Wolken mittlerweile über euch gezogen sind und es jetzt anfängt zu regnen. Laute, tropfende Prasseln von Regen setzt ein auf das Dach des Bauern und zudem quietscht weiter diese Mühle im Wind. Bewegt sich wohl nicht ganz so rund, wie es eigentlich gehen sollte, als ob sich da irgendwas verklemmt hätte. Ich möchte mich schleichend fortbewegen, falls das wichtig ist. Ja, Rafim folgt dir auf jeden Fall auf stehendem Fuße. Er scheint verstanden zu haben, was du mit Irma kommuniziert hast. Los, los! Psst, gemach. Abelmir, Kiaras und Isa ruhen gerade immer noch an der Häusertür des großen Bauernhauses. Ich halte mal mein Ohr gegen die Hintertür, wenn es die gibt. Gehst du aus dem Haus entlang? Ja, möglichst nah am Haus und bevor ich immer, also wenn es da Fenster gibt im Erdgeschoss, würde ich vorher probieren, in diese Fenster hinein zu lugen, bevor ich am Fenster vorbeitrete. Ein wirkliches Glas, Fensterglas kannst du nicht sehen. Das sind aber nur Holzläden, die dann wohl zugezogen sind, von innen dann eventuell verbarrikadiert. Aber wenn du dann an der Häuserwand entlang gehst, kannst du auch sehen, ja, sowas wie Teppich aus Lamm oder Wolle oder sowas kannst du sehen. Es gibt ein paar braune Flecken auf denen. Keine Bewegung, oder? Keine Bewegung, alles ist still. Nur noch die Fensterläden, die jetzt langsam im Wind etwas hin und her klappern. Und auf der Rückseite ist die Tür wohl auch aufgebrochen. Ich ziehe mein Schwert, trete mal ein paar Schritte zurück und richte meinen Blick auf die höheren Geschosse der Mühle. Ob sich da vielleicht hinter Fenstern oder so etwas bewegt. Blick geht nach oben. Nur noch gähnende Schwärze, die dich anstarrt. Es gibt ein paar Fenster, wo du dann versuchen kannst reinzusehen, auch vor allem dann im oberen Geschoss, wo man dann ja die gemahlenen Säcke in einem Lager dann verwalten könnte. Über so einen kleinen Transport, ja, Kran könnte man da dann die Säcke dann von oben nach unten buxieren, aber auch die Tür da geschlossen. Währenddessen hat Jalan gerade den großen Stall erreicht. In seinem Rücken kannst du spüren, wie Ömer wohl an dir vorbeizielt. Rafim ist hinter dir. Seht ihr was? Nein. Auf drei machen wir die Tür auf und springen rein. Eins, zwei. Zwei, drei! Dann wird die Tür aufgestoßen und mit gezogener Waffe hineingesprungen. Vor euch in der Schwärze, ihr könnt es riechen, auch das, was euch jetzt hier einnimmt. Gar nicht mal so sehr nach Blut, sondern Eisen. Als ob jemand geschmiedet hätte. In den niederhöllischen Feuern von Agrimod. Vor euch ein umgedrehtes Boronsrad. Nicht aus Holz, sondern aus kaltem, rostigem Metall. Und daran genagelt die Bauernfamilie. Mit abgeschnittenem Kopf. Ich schlage erstmal eine Sonnenscheibe vor der Szene. Kras behüte uns. Rafim, sieh dich um. Du merkst, Rafim greift gerade mit beiden Händen tief in seine, nach dem Griff seines Schwertes und versucht erstmal sich selber zu beruhigen. Ihr habt recht! Ihr habt recht. Und ich fange an, mich umzuschauen. Ich trete währenddessen vor die Bauernfamilie. Den Blick nochmal drüber schweifen. Ich erstmal im Stillen ein kurzes Gebet für sie, obwohl es vermutlich längst zu spät ist.
Was tun die anderen draußen? Während die drei in die Scheune hinein sind, möchte ich langsam mit dem Rapier die Tür zum Bauernhaus aufgeschoben haben, um mich daran umzuschauen und vorsichtig hineinzuschleichen, fast schon. Mit langsamem Schritt aufmerksam immer wieder umschauen. Hm. Vor dir liegt ein großer Flur, nach links und rechts ein paar Räume weg. Kannst auf der hinteren Seite jetzt erkennen, die Tür ist aufgebrochen, kannst du direkt durchsehen. Der Wind pfeift jetzt auch an dir vorbei, ziemlich kalt, jetzt auch mit dem Regen. Wir haben Fex, also Frühling, und kannst da jetzt erkennen, wie der wohl Abelmir sich ganz langsam an die Tür heranpirscht und jetzt mit seinem Kopf vorbei sieht. Kleine Treppe, die noch nach oben führt, in die anderen Geschosse. Ich deute mit den Fingern auf Kiaras und dann auf die Treppe. Ich nicke einmal und während ich in den Flur entlang gehe, möchte ich in die Räumlichkeiten im Erdgeschoss hineinschauen. Ja, das sind wohl Schlafzimmer, Teppich, ein kleiner Bettkasten mit Stroh ausgelegt, ziemlich alt. Und darauf kannst auch du dann die verschiedenen Spuren entdecken, die auch Abel mir schon beim Vorbeigehen gesehen hat. Teilweise auf dem Stroh, teilweise auf dem Teppich davor, rote, teilweise auch braune Flecken eingetrocknet. Stinkt echt eklig nach dem roten Lebenssaft. Ich würde dann zur Treppe gehen, mich so hinstellen, dass ich im Treppenhaus sozusagen den Anstieg oder das Ende der Treppe erkennen kann, sodass ich teilweise in den ersten Stock gucken kann. Also nicht am Anstieg der Treppe, wo die Treppe anfängt, sondern am höheren Ende sozusagen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sehe ich etwas? Wahrscheinlich dunkel. Dunkelheit. Ich bewege mich neben mir, flüstere ihm leise ins Ohr. Lass mich vorgehen. Ich winke mal zu Isarun. Soll reinkommen? Ich nicke und folge Abelmirs Wink. Was tut Ömer? Ja, Ömer, der jetzt sieht, dass die Leute in die Häuser verschwinden, konzentriert sich mehr darauf, jetzt hier nicht auf die Häuser zu zielen, sondern eben auf die Umgebung. Links, rechts, und er schaut nochmal nach oben, wer weiß, ob hier irgendwelche Karkiele sind. Er hat schlechte Erfahrungen gemacht in Jolgomak damit. Man weiß ja nie, ob was von oben kommt, aber schaut sich vor allem nach links und rechts um, dass sich niemand an ihn anschleicht oder an die Häuser vielleicht anschleicht, dass er irgendwas rufen will. Du fühlst dich auf alle Fälle beobachtet. Wenn du nach oben guckst, hattest du kurz das Gefühl, dass da irgendjemand sitzt. Aber auf den zweiten Blick hin kannst du nichts erkennen. Als du wieder den Blick kurz abwindest, nachdem du nach oben geguckt hast, blutet deine Nase? Kam mir das irgendwie vor wie so eine Illusion oder? Ja. Ein kurzes Stechen in deinem Auge, hattest du kurz das Gefühl. Tat einmal kurz weh. Ja, also jetzt gerade, wenn du wieder mit deinem Kopf nach auf die anderen Häuser wieder schaust, jetzt auch gerade, weil der Regen in deinem Gesicht so ein bisschen Nässe hinterlassen hat, hast es kurz geschmeckt auf deinen Lippen. Was geblutet? Wo kommt das denn her? Das Nasenblut. Man wischt mal, man sozusagen eine Hand vom Bogen und der Pfeil ist ja so nicht gezogen, die Sehne, und wischt sich einmal kurz sozusagen unter der Nase entlang und schaut dann kurz auf seine Handfläche. Ob das Blut ist auf meiner Handfläche dann. Ja, Blut. Ja, man hält weiterhin Ausschau, man überlegt sich, okay, jetzt müssen wir was tun. Konzentrieren wir uns mal. Man geht in die Hocke, schließt kurz für eine Sekunde die Augen, macht die Augen wieder auf, hat diesmal aber 5 ASP in die Sinnenschärfe gebootet, um die Sinnenschärfe auf 22 zu bringen, und schaut sich um. Ein kurzes Gefühl, als ob etwas flattert dort oben. Sehen konntest du nichts. Gerade dann, wenn du kurz dorthin hinsiehst, wo du das Flattern wahrgenommen hast, da ist nichts. Nur noch das Rauschen des Regens, die dunklen Wolken über dir, das leichte, entfernte, Gebrüll der Stadt. Lachen, Schreien, Kreischen. Gareth lebt. Aber hier ist alles tot. Ich bin mir zumindest sicher, dass er jetzt keine Illusion mehr um sich herum hat, weil er sie sonst wahrscheinlich geblickt hätte und
hält weiterhin den Leuten Ausschau und versucht hier seinen Mann zu stehen. Auch wenn es gerade schmerzt. Rafim und Jalan drin im Stall. Nachdem er eine Weile da gestanden hat, wendet Jalan sich einmal um, schaut erstmal, was Rafim macht oder wie er bei ihm ist. Er soll gerne nach ihm rufen. Rafim schaut sich um, ob er irgendwas entdeckt. Versuch immer das. Nichts. Nichts von Wert. Stroh! Wohin das Auge reicht. Wir sind zu spät. Ich möchte mir mal die Leichen angucken und einschätzen, wie lange die da schon hängen. Also, handelt es sich um Tage, heute, gestern, vorgestern? Entweder Anatomie oder Heilkunde Wunden. Kannst du mal nochmal was anderes versuchen anzubieten, wenn dir da irgendwas einfiele? Nee, Heilkunde Wunden passt ganz gut. Ja, 2 Punkte. Ja, mit deinem. Dein THW ist nicht so hoch. Die sind wohl. Ja, die Leichenstarre schon weg, also sind sie länger als ein Tag tot. Schon mehr als ein Tag her. Aber genau was weiß ich nicht. Kennt sich hier irgendjemand aus mit Wunden? Ich glaube, einer der Magister. Helft mir erstmal, sie abzunehmen. Ja, passt auf, dass ihr dieses Mistding nicht berührt. Und Rafim holt seine Handschuhe raus und packt Handschuhe über seine Hände. Ich nehme eher behelfsmäßig vermutlich mal. Die sind aufgenagelt, richtig? Ja, es ist ein alter Flug, allerdings komplett verrostet. Damit wird wohl niemand irgendwas mehr flügen können. Aber man hätte sie vielleicht für so etwas damals benutzen können. Vielleicht vor 10 Jahren hätte man damit noch gut flügen können. Allerdings, ja, jetzt wo sie so zerrostet sind, nicht mehr. Und als ob irgendjemand, ja, noch stärker wäre als Rafim. Du siehst den Riesen, wie er neben dir steht, als ob er einem Trollzacker entsprungen wäre. Wenn jemand noch größer und noch stärker wäre, dann könnte man diese Flügel dann eben umbiegen. Genauso sieht's aus. Kommt schon, wir müssen hier raus. Sobald sie hiervon runter sind. Euer Gnaden, könnt ihr uns hören? Ihr solltet euch das ansehen. Rufe ich mal nach draußen. Ah, packt mit an, kommt, zieht! Verdammt. Das erste haben wir runter. Ja, und dann würde ich jetzt mit Jalan da die gesamten Leichen entfernen. Ist natürlich, wenn ihr das mit Körperkraft macht, um ohne da jetzt die metallenen Dornen zu entfernen, die da irgendwie dem Flug aufgesetzt worden sind, dann reißt ihr natürlich auch die Leichen so ein bisschen weiter kaputt. Das ist sehr unwürdig, wenn da Ende und Speicher auseinandergebogen sind. Jalan bekommt kurz das Gruseln, das Schaudern. Es erinnert sich so ein bisschen an Maraskan, als du dir damals diese Plattenrüstung eingesetzt hat und ihr deine eigenen Ende und Speicher auseinandergedrückt hat. Aber es ist eine Arbeit, die etwas länger dauert. Derweil kann Abel mir hören, wie wohl Isarun in das Haus herangetreten ist. Von oben kannst du ein leises Flüstern im Wind hören. Geras. Ja. Hört ihr das? Nein. Da oben ist etwas. Ich lege mal den Kopf schief und horche. Kommt es von draußen oder von drinnen? Von oben, aus der Dunkelheit. Bleibt hinter mir, haltet euch bereit. Ich werde rausgehen. Ich deute mit dem Finger nach oben. Mein Säbel, sodass ich kein Geräusch verursache. Ich würde dann 2 Schritte hinter Kiaris die Treppe hochgehen.